copiato, rimarremo a nord dell'aeroporto, del localizzatore, copiato il traffico in via Alfalfa, autorizzati al decollo. Aha, gut, jetzt wissen wir auch genau, was der vorhat. Und herzlich willkommen zum Microsoft Flight Simulator 2020. Captain Crispy nimmt euch heute mit auf unsere erste Etappe auf einer langen Reise, die ich aber schon vor gar nicht allzu langer Zeit angekündigt hatte, dass ich sie antreten will, nämlich Richtung Afrika. Wir wollen mal uns den afrikanischen Kontinent ein bisschen angucken und ich gehe mal davon aus, es wird wenig ATC, wird viel aus dem Fenster gucken und Landschaft genießen. Und ich dachte, das machen wir in unserem schönen, hübschen, klassischen Fokker F28. Und für die ganze Strecke damit fliegen, mal gucken. Es ist ja ein Kurzstreckenflieger, eher ein Regional Jet. Deswegen ist mein Plan, immer so 500 Meilen Etappen zu fliegen, bis wir irgendwann mal in Südafrika ankommen. Wie viele Etappen wir dafür brauchen, keine Ahnung. Ich denke, es werden eine Menge sein. Und wir legen heute einfach mal los. Erste Etappe geht hier von Osnabrück nach Genua in Italien am Mittelmeer. In beiden ist gerade ATC online, das heißt, ich bin hier auch live auf Wetzim. Hinter mir seht ihr auch gerade einen Piloten, der sich da gleich auf den Weg zur Piste macht. Und ja, wir stehen hier in Osnabrück, wie gesagt, Osnabrück-Münster, Münster-Osnabrück, so rum. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal ins Cockpit. Dann ist es auch ein bisschen ruhiger. Wir haben hier gerade ein bisschen Regenwetter. Bin gespannt. Ich bin ja nicht allzu weit entfernt hier von dem Flughafen. In echt ist der Regen noch nicht angekommen. So, und dann laden wir das hier doch einmal kurz rein für uns. Importieren das Payload, passt. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los hier im Cockpit. Ich bin schon wieder eine Weile nicht geflogen, lass mich einmal kurz, achso. Ohne Hydraulik kann ich ja nicht mal checken. Moment. Ein Pedale haben noch gefehlt, die müssten nämlich funktionieren. Das sieht ganz gut aus. So, den Treibstoff nehmen wir hier nochmal zurück. So weit sind wir nämlich noch nicht. Wir fangen nämlich erst mal mit der Batterie an. APU Main. Dann kurz Start. Einmal die APU anlaufen heute. Boah, mehr kann ich auch gerade nicht machen. Wir müssen einmal kurz warten. Läuft sie an? Zack. Das ist so ein befriedigendes Geräusch, das umzuschalten. So, Klimaanlage. Ganz wichtig ist es nämlich ziemlich dolle warm. Und ich brauche ein bisschen Licht. So, hier kann ich auch noch irgendwie Licht hinbekommen. Und da auch. Und der Rest ist nicht so wichtig. Okay, gut. Dann Master Radio on, Emergency Light armed, Passenger Signs on, Vito Heat on, Windshield Heat, falsche Richtung, low, die externen Lights vergessen, Nav Lights on, jo. So, Pressurization. Wir steigen heute auf 30.000 Füße. $29.30 und wir stellen immer Tausender mehr ein, als wir eigentlich steigen wollen. Dann die Fuel Pumps. Waren die nicht hier? Nee, unten. On, bringt uns nichts, weil Center Tanks sind leer.
Dann einmal die Hydraulic Pump kurz anschmeißen, dass unsere Bremsen ein bisschen Druck bekommen. Passt, dann können wir nämlich die Chocks entfernen. Gut, dann NAV 1, NAV 2 und ADF. ADF brauchen wir heute nicht. Funk stellen wir ja gut, dann machen wir das mal eben. 129er 800. Evelyn 0815 Wind 130 5 knots runway 25 Kilometer Takeoff. Was haben wir für Information? Kilometer Takeoff runway 25 Evelyn 0815. Wie nennt sich der Turm hier? Münster, Osnabrück, Tower, Hello, ATU, 4-3, Non-RNF, Request Clearance, IFR, to Genua. Hat das funktioniert? ATU, 4-3, Münster, Tower, good day, stand by. Dann standen wir mal bei. LTU 4-3, unfortunately I cannot give you departure route where HAM 1-2 because it's not valid for your aircraft type. I can give you Dominic 2 Charlie. LTU 4-3, copy, let me check real quick in the charts. It's not far away. Delta von Mod. Ja, nee, das hilft mir aber nicht. Doch, das muss irgendwie gehen. ATU 4-3, I can accept the Domic Departure. Roger, ATU 4-3, Information Echo Current, Startup approved, cleared. Genua. Moin nach Genua. Sorry, I'm having problems with my mic. LTU 4-3, Information Echo Current, Startup approved, cleared Genua. Domic 2 Charlie Departure, Flatland Route, Climb 5000 feet, Squawk 2062. Cleared Genua, Domic 2 Charlie Departure, Climb 5000 feet, Squawk 2062, and we'll look up Information Echo, LTU 4-3. And all stations, Münster Towers closing, monitoring in the common to use my needs. Trotzdem danke für den Service, tschüss. Tschüss. Gut, dann gucken wir doch mal. Das hier ist auch tatsächlich Domec Charlie. Climb on 250 degrees, bearing from Mün. Mün ist hier Münster, Osnabrück. Ach, Schiete, das ist eine ADF. Na gut, kriegen wir irgendwie hin. Turn left, complete turn within one turn, 1,7 Meilen, 184 degrees track to Domec. Wie ist das denn eine Non-RNF Departure? Kriege ich denn hier die Kurve Richtung Domec hin? Da ist doch nix. Das raff ich gerade nicht. Naja, wir drehen 172 Grad nach Mühen. Da steht aber auch eine 1 dran. 1, be RNF equipment necessary after, ja, habe ich halt nicht, kann ich nicht fliegen. Nö, tut mir leid. Habe ich mich verguckt. Ich dachte, da stand kein RNF auf der Karte. Deswegen dachte ich, ja gut, dann können wir hier, ne, hier steht doch RNF SIT. Ja, wo habe ich denn gerade geguckt? Ja, steht RNF SIT. Ne, kann ich nicht fliegen.
Hier haben wir eine Domeck. Aber es ist in die andere Richtung. Das ist eine SIT. Ohne ARNF. Wie fliege ich die denn ohne ARNF? Geht nicht, da ist mal ein Sternchen dran. Osnabrück to Charlie könnte ich fliegen. Ja, aber das hilft mir nicht. Okay, wo kommen wir denn dabei raus? Ich will ja eigentlich zum Hamm-VOA. Domek ist hier irgendwo in der Nähe, da unten. Warum kann ich denn das Hamm-VOA nicht fliegen? Und non-ARNF flights only. Das passt doch viel besser für mich. Ich feile einfach nochmal meinen Flightplan, damit alle wissen, was ich vorhabe, und dann fliege ich die Hamm-Departure. Sorry dafür. Aber anders wüsste ich gerade nicht, wie ich es machen soll. Gut, wir steigen auf 30.000 Fuß. So, wo waren wir denn stehen geblieben? NAV Hamm, 115,65. Und da wollen wir auf einem Kurs von 350 Radial. Also wollen wir auf einem Kurs von 170 Grad dahin. So, das heißt, die Departure sieht so aus. Climb on 250 degrees, bearing from moon to 600 feet, turn left, complete turn within 1.7 miles, intercept Hamm, radial 350 to Hamm. Das heißt, wir bräuchten hier, ich probiere das mal mit dem ADF, das Problem ist, die ADF-Frequenz hier 371 kann ich theoretisch hier wunderbar einstellen, aber bei dem Ding kann man nicht genau erkennen, welche Frequenz man drin hat. So, das könnte hier so 370 sein und das 371. Vielleicht ist auch das 371, man weiß es nicht. Müsste da also im Flug dran rumspielen, gucken, ob ich Glück habe. Ich schalte es trotzdem mal an. Vielleicht springt ja hier unsere ADF-Nadel dann plötzlich um. Ich würde aber noch nicht drauf setzen. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, wo ich dann das... die Entfernung dazu ablesen könnte dann. Ja, ADF in dem Flieger, ne? Ist ein Traum. Gut. Unicom hat er gesagt, ne? 122.8 können wir einstellen. Dann, wenn wir hier gestartet sind, dann kommen wir irgendwo bei Hamm an. Und das nächste VOA, wo wir hinwollen, ist hier Germinghausen. So ein Stückchen östlich von Köln-Bonn. Von da aus geht es dann Richtung Süden bis Zweibrücken. Von Zweibrücken dann einmal Alpen nach Zürich. Von Zürich über die Alpen hinweg nach Linate. Da sind wir schon in Italien. Und dann da nach Genua. Genua, der Arrival sieht auch spannend aus. Da gucken wir aber noch mal drauf, wenn wir unterwegs sind. Wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir hier loskommen soweit. Squawk 2062 hat er gesagt. 2062. Mo Charlie on. Hallo? Opsos. Altitude Reporting on. Okay, Barometer, den QNH 1012 haben wir auch. Speedbugs, wir werden starten mit Flaps 11, haben wir auch. Und ich möchte nach dem Start beschleunigen. Bis 250 Knoten, deswegen setze ich mir da mal den Speedbug hin. Okay, gut, dann sind wir auch schon soweit. Dann einmal den Pushback planen.
Pushback-Plan immer wichtig. Boah. In welche Piste wollen wir denn? 2,5. Zum Start. Das heißt, wir müssen in die andere Richtung. Also wir müssen irgendwie so. Ja, doch, so. Und so einmal. Glaube ich. Lass mich nur mal kurz nach draußen gucken. Ja, da hinten müssen wir hin. Okay. Beacon Light haben wir. Dann, sobald wir hier mit dem Pushback anfangen, können wir die Triebwerke anlassen. Okay, Sir, the bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brake set. Lifting the aircraft. We are cleared for start and push. Hier noch ein bisschen umsetzen. Please release parking brake. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. Yeah, we'll start in the sequence. We will start in sequence. Machen wir mal. Engine master on. Right engine go. Warte hier, dass wir so 15% Umdrehung erreichen. Und dann gibt es da Treibstoff dazu. Und dann sollte das wunderbar anspringen, das Triebwerk. Klack, das sieht gut aus. Treibstoff hinzu. Und wir wiederholen das Ganze fürs linke Triebwerk. Prozent Umdrehung. Treibstoff dazu. Oil Pressure ist noch niedrig, aber das ist zu erwarten. Okay, pushback completed. Please set your parking brake. Parking brake set. Parking brake set. Lowering aircraft. Ground. Startup is complete. You Triebwerk Nummer 2 läuft auch. Roger. Good engine start. See you at the side. Have a good flight. Holding position, waiting for the visual. Thank you and goodbye. Was ist? Gut. Master Starter off. APU getrennt und aus. Flap set. Taxi lights. Taxi lights. Und da. An. Trimmung. Okay. Dann gucken wir mal, ob ein Gastlock raus, die Controls funktionieren. Das sieht gut aus. Dann Parkbremse los. Und wir rollen mal zur Piste. Wir sind da irgendwo. Wir mal kurz gucken, ja, wir gehen aber nach links auch Richtung Golf und dann hier nach rechts zur Piste 2,5.
Wetter ist hier immer noch bescheiden. Mal gucken, wenn wir weiter nach Süden kommen, ob es besser wird. Ich habe da jetzt nicht weiter nachgeschaut, ehrlich gesagt. Also, das wird schon gut gehen. No, dann geht's hier einmal nach rechts. So, was wir schon mal vorbereiten könnten, wer eben nachhaben, ist hier unser nächstes VOA. Germinghausen 115.4. Und da wollen wir auf einen Kurs von 167 Grad hinfliegen. Und ich werde das jetzt so machen: Nach dem Start drehen wir manuell die Linkskurve Richtung Hamm. Wir versuchen hier das VOA einigermaßen zu intercepten und dann kümmern wir uns um Autopiloten. Den Yaw-Damper schalte ich aber schon mal an. Und sehen zu, dass wir das ein bisschen automatisiert kriegen, das Ganze. Lift-Damper scharf schalten. Das war der Knopf. Quasi unsere Ground-Spoilers. Und mal kurz gucken, das sieht aber gerade klar aus, niemand im Anflug. Yaw Damper, Lift Damper, Lights. Auch noch ein paar Lichter. Landing Lights an. Taxi Lights. Kann ich schon mal ausschalten. Oh, und da sind wir auf der Piste. Strobe Lights fehlen noch. Gut. Ich würde sagen, das sieht alles gut aus. Dann legen wir doch einfach mal los. Oh ja, die Ansage habe ich vergessen. Power set. Power set. Ganz schön in rechte Ruder treten. Rotate. Rotating. Positive climb. Gear up. Gear up. So. 600 Fuß. Wir drehen nach links. Flaps up. Flaps up. Nicht ganz so steil. Nur ich habe kein ADF-Signal. Bad Climb Power. Oh, wir sind ganz gut auf Kurs tatsächlich. Jetzt gerade das Ganze. So, Nase runter, wir steigen gerade ein bisschen sehr schnell. Ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Ich schalte mal den Autopiloten jetzt an. Der darf einmal Pitch und Beam halten. Jetzt hat er direkt im Descent gepitcht hier. Bisschen runter die Nase.
Na, 220 Knoten. Ich würde irgendwie erwarten, dass wir noch schneller werden, aber. Ein bisschen mehr Schub geben, vielleicht, das hilft. So, ADF habe ich leider nicht reingekriegt, das Signal. Aha, einen Punkt weiter wäre es gewesen. Aber dann müsste ich auch immer noch nicht die Entfernung zum ADF, ehrlich gesagt. Naja. So, wir nähern uns den 250 Knoten, die ich gerne hätte. Wir können schon mal auf Standardluftdruck wieder umstellen. Mal 50 Knoten, Indicated Airspeed halten. Und wir sind beim Humvee-UR, wir switchen zum nächsten. Fliegen mal Heading. Dass wir da auf den richtigen NAV-Kurs kommen. Da ist das ADF-Signal verschwunden. So, wir haben 10.000 Fuß. Ich nähere mich hier langsam unserem Kurs, den ich fliegen will. 10.000 Fuß, das heißt Landing Lights aus. Exit Lights haben wir, der Rest passt. Barometer habe ich gesetzt. Speed 270 Knoten. Also wir pitchen ein bisschen wieder Nase runter. Damit wir noch mal 20 Knoten schneller werden. Sieben Null haben wir gleich. Ich würde sagen, jetzt Indicated Airspeed halten. Gut. Haben wir das auch erledigt. Damit sind wir ganz gut unterwegs. Jetzt hier nach Gemminghausen. Von da aus geht es dann weiter nach Zweibrücken. Also auf Kurs 186. Da werde ich dann einfach den NAV-Kurs einmal umstellen, wenn wir dann gleich da sind. Und in NAV 1 das Zweibrücken-BOA 114.8 schon mal eindrehen. 114.8 und da wollen wir auf einen Kurs von 186 Grad hin. Passt. Mich gerade ein bisschen stutzig macht, ist, dass wir immer noch nicht auf dem VOR-Kurs sind angeblich.
und so starken Seitenwind. Dass wir da an die Kursnadel nicht näher rankommen. So, irgendwo rechts von uns ist Dortmund. In der Richtung. Da unten ist der Flughafen Dortmund. Dieser Flieger ist so herrlich laut von außen. So, jetzt sind wir auf dem Kurs so ziemlich. Also wir haben ordentlich Wind aus Richtung Osten, so wie es aussieht. Ansonsten ATC-mäßig. München-Radar ist online und hier, ich glaube, das ist für uns Roma-Radar Nord. Der könnte eventuell interessant werden, wenn wir Richtung Italien kommen. Der steht leider nicht dabei, welche Sektoren er genau covert. Schub sieht ganz gut aus. Temperaturen sehen gut aus. Fuel Quantity sieht auch gut aus. Passt, bin ich mit zufrieden. Ich hoffe, wenn wir auf 30.000 Fuß sind, das sind noch 10.000, dass wir tatsächlich über der Wolkendecke sind, die jetzt hier sich über uns aufbaut und nicht mittendrin. Mal gucken, ob das klappt. So, noch 11 Meilen bis zum VOA und danach wollen wir auf Kurs, was habe ich gesagt, 186 weiter fliegen. Das heißt, wir wollen ein bisschen weiter drehen, was das Heading angeht. Bei 5 Meilen zum VOA leiten wir die Kurve ein. So, noch 5 Meilen. Ich mach das mal so. Ich halte mal das aktuelle Heading. Und 1, 8, 6. Oh, dann passt es ja. Kann ich einfach das Heading weiterfliegen, bis wir auf den Kurs kommen. Da haben wir das Signal verloren. Weil wir jetzt quasi direkt über dem VOA sind. Und da haben wir den Kurs verpasst. Gut. Dann sehen wir mal zu, dass wir uns hier wieder einfangen.
Und dann warte ich drauf, dass hier bei der NAV2-Anzeige, beziehungsweise der zweiten DMI-Anzeige, das zwei Brücken-BOA auftaucht. Ja? Ich glaube, da schießen wir wieder am Kurs vorbei. Na, scheint zu klappen. Und die Wolkendecke über uns könnte sein, dass hier auf über 30.000 Fuß ist. Da würden wir einfach drunter bleiben. Haben jetzt noch 5.000, die wir steigen. Mach 6,5 Geschwindigkeit, also Mach 7. Immer so die angepeilte Reisegeschwindigkeit von uns. Also Mach Punkt 7. Mach 7 wäre ein bisschen sehr zügig. Ja, und ansonsten sind wir jetzt hier gerade, was ist denn hier links? 7 ist gerade links von uns. Rechts von uns Köln, Bonn. Und dann kommen wir hier noch an Frankfurt vorbei und hier Saarbrücken und von da aus dann Richtung Alpen. Ich glaube, die Wolken sind tatsächlich über uns. Mindestens schrammen wir an der Wolkenuntergrenze eher lang auf 30.000 Fuß und gucken. 25.000 waren wir noch im Klaren. Notfalls müssen wir die Höhe ein bisschen anpassen. Flight Director noch angeschaltet. Worst Case Szenario wäre, wenn wir jetzt weiter den Kurs fliegen und irgendwann das Signal vom ersten VOA verlieren und das Signal vom zweiten noch nicht da ist. Das kann vorkommen hier im Flight Simulator gerade, weil die VORs nicht alle richtig simuliert sind. Manchmal funktionieren die einfach nicht. Und es könnte vorkommen, wenn die Reichweiten nicht groß genug sind, der einzelnen VORs. Mal gucken. Ich habe immer so versucht, dass wir nicht mehr als so 120 Meilen zwischen VORs haben, dass jedes VOR quasi nur 60 Meilen Radius abdecken muss. Schauen wir mal. Aber jetzt sieht es so aus, als würden wir gerade mitten in die Wolken reinfliegen, was mir gar nicht gefällt. Weil Anti-Ice ist auch so ein Thema. Wir können aber die Anschneidzeichen ausschalten. Anti-Ice haben wir, glaube ich, hier. Ah, genau. Einmal für die Flügel, einmal fürs Tail. Dann lasse ich aber erstmal aus. Und hier ist irgendwo Cabin-Temperatur passt. Was ist das?
ich habe gelesen im Handbuch, dass ich hier die einzelnen Ansagen auch automatisch durchführen lassen kann, indem ich hier die Cabin Crew Knopf drücke. Ich habe den nur bisher nie gefunden. Anscheinend haben die sich gerade jetzt ready zur Landung gemacht. Naja. So, 29.000 haben wir und wir sind mitten in den Wolken. Was sagt denn hier unser Wetterradar? Cloudcover. Auf 30.000. Ja, sieht nicht viel besser aus. 26 kommen wir ja schon besser voran. Gut. Es ist jetzt 17.02 Uhr. Ich gebe uns mal noch 10 Minuten. Wenn wir dann immer noch hier mitten in den Wolken sind, müssen wir zusehen, dass wir sinken. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass uns hier das Ding sonst zufriert. Und das will ja niemand. Mach mir übrigens auch gerade ein bisschen Sorge, dass wir das Zwei-Brücken-BOA-Signal noch nicht drin haben. Wo wir jetzt schon guten halben Weg entfernt sind. Also auch nur noch 50 Meilen oder so. Dann müsste auch jeden Moment das Signal reinkommen, sonst haben wir ein Problem. 114,8 ist die Frequenz, ja, habe ich eingestellt. Mal gucken. Achso, und wir haben Reisegeschwindigkeit erreicht. Ein bisschen Reiseflughöhe erreicht und Geschwindigkeit auch. Deswegen haben wir ein bisschen Schub zurück. Also wir sind nicht mitten so richtig in den Wolken, ne? Also ich kann hier noch nach unten, habe ich immer noch Sicht. So eher so diesig, um dich zu beschreiben. Aber wir haben das Signal vom VOA jetzt, sehr gut. Das heißt, wir können auf NAV 1 umschalten. Heading. Und ein bisschen nachkorrigieren, dass wir dann gleich das VOA abfangen. Was war denn das? Warum werde ich hier angetutet? So, nach zwei Brücken geht's nach Kloten, Zürich, 114,85. Auf einem Kurs von 1,54 Grad. Nur unter uns ein großer Fluss. Ja, der Main, würde ich sagen, oder? Das ist doch Frankfurt. Ja, das müsste der Main sein. Also, da der Main und da dann irgendwo Frankfurt.
unter den Wolken versteckt. So, jetzt sind wir ein bisschen zu langsam geworden. Versuche gerade den Schub gleichmäßig einzustellen. Hier anhand des Fuel Flows. Gar nicht so einfach. Da spiele ich echt immer ewig lang rum mit der Geschwindigkeit, bis ich die einigermaßen passend schaffe zu halten. So, und dann haben wir hier gleich unseren Joarkus wieder. Passt. Gut, während ich jetzt hier die nächsten, was sind das, 33 Meilen noch eben Zeit habe, bis wir bei 12 Brücken sind, lass uns doch schon mal kurz auf die Landung schauen, die uns erwartet. Wir kommen hier bei dem VOA Linate an. Das ist hier oben und wir fliegen dann die Linate 3 Echo Arrival. Hier unten steht sie ganz gut beschrieben. Intercept Linate Radial 173 to Limba. Linate Radial 173, da ist Limba. Den Punkt habe ich natürlich nicht, aber ich kann sehen, dass das 32 Meilen sind. Also wenn wir 32 Meilen von Linate auf einem Kurs von 173 Grad sind, dann sind wir bei Limba. Dann Continue on Linate Radial 173, also einfach weiterfliegen. Intercept Genua Radial 029er inbound to Genua. Hier ist das Genua Radial 029er, ist hier. Ich hätte gerade gesagt, ich wollte eigentlich das andere, das hier fliegen. Habe ich es aber so gefeilt mit Triecken, glaube ich. Ja, na gut, dann fliegen wir eben die. Ansonsten hatte ich eigentlich gedacht, dass wir das 4 Golf fliegen. 4 Golf wäre dann quasi das gleiche. Nur wir fliegen dann noch weiter auf die Nate Radial 173, bis wir bei 16 Meilen ankommen. Vom Genua Arc, also hier vom VOA, und dann sollen wir auf einem 16 Meilen Radius eine Arc fliegen und dann, sobald wir bei 318 Grad inbound zum Genua VOA sind, die Kurve drehen, dann kommen wir hier bei Warab raus. Warab ist 7 Meilen vom Genua VOA und dann würden wir hier, also bei dem Wegpunkt kommen, dann Kurs 284 für eine ILS-Landung. Ich glaube, wir sind zu schnell. Dann also hier eine ILS-Landung, dabei aufgepasst, der Localizer ist offset vom ILS, also der ist um 2 Grad versetzt. Das heißt, wir müssen am Ende eine kleine Kurve noch selber nachkorrigieren. Ja, so viel der Plan. Dann kommen wir da in Genua an, eine große Piste, rollen hier irgendwo runter
Delta und Charlie dürfen wir anscheinend nicht. Bin ich mir gerade nicht sicher. Zumindest ist da so ein Sperrzeichen. Exit ist Charlie, Delta, NG, Maximal Range Span 36 Meter. Das dürfte ja für uns passen, wo hier No Entry ist. Aber ich glaube, der No Entry ist von der anderen Seite. Also Exit dürfen wir. Genau, und dann taxen wir hier und parken hier irgendwo. Das ist der Plan, was uns heute noch so erwartet. Ich hoffe, ich kriege das hin beim Arrival nachher, die ganzen VORs und Kurse richtig einzudrehen. Mal gucken. Apropos, es ist mal wieder Zeit für eine Kursrichtung. 1 und 4. Am wenigsten sind wir jetzt hier aus den Wolken raus. Es wird also gerade deutlich besser. Da hinten sehen wir die Alpen langsam auftauchen. Genau. Die ganzen Arrival-Planungen, die ich euch gerade erzählt habe, wird natürlich alles hinfällig, wenn der Lotse so nett ist und uns ein paar Vektoren gibt. Darauf spekuliere ich so ein bisschen. Weil dann brauche ich kein Radial und Arc und weiß ich nicht fliegen, sondern nur die Headings und Höhen, die ich durchgesagt bekomme. Und das sollte ich wohl hinkriegen. So, Geschwindigkeit scheint jetzt einigermaßen zu passen. Mal gucken, wo wir uns da einpendeln. Muss noch weiter drehen. Oh, und dann warte ich darauf, dass hier beim VOR 2 das Zürich VOR reinkommt. 114,85, ja. Und ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen die Geschwindigkeit verringern. Wir sind hart an der Grenze, was die Geschwindigkeit angeht. Mal gucken. Und einmal Beam fliegen bitte. Sind jetzt 116 Meilen bis nach Zürich. Das heißt, wenn wir hier so 60 Meilen entfernt sind spätestens, möchte ich das andere VOR gerne das Signal haben. Schauen wir mal, ob das klappt. Oh, wie schön das jetzt hier aussieht. In Süddeutschland eindeutig besseres Wetter als im Norden. Wir sind jetzt hier bei der Ecke, was ist denn jetzt nächstes? Straßburg, wir sind gar nicht über Deutschland. Wir sind gerade über Frankreich. Das ist Straßburg.
Ein paar vereinzelte Wölkchen haben wir hier noch. Rechts ist die, sieht man schön die Kante von der Wolkenschicht. Und links hat sie ja gerade aufgehört. Ach ja, Kinders. Ja, heute Abend wird noch in Berlin gelotst. Auf dem Tower. Da würde ich mich auch freuen, wenn ich ein bisschen Verkehr habe. Vielleicht der ein oder andere VfR vorbeikommt. Und ansonsten, ja, mal gucken, wie es heute wird. Heute ist Donnerstag, es wird also vermutlich eher ein ruhiger Abend. Wo ich geschaut habe, hat sich auch noch kein anderer Lotser eingetragen. Mal gucken, ob da noch jemand kommt. Und ansonsten, nächste Woche Dienstag kann ich schon mal ankündigen. Event bin ich dabei, lohnt sich den Apron. Und dann, ich glaube, Samstag nächste Woche ist meine Solo-Zeit vorbei. Man hat quasi 6 Monate Zeit, um von seiner ersten Solo bis zum Practical-Test zu kommen. Und ja, ich denke, ich bräuchte noch so 2 oder 3 Monate. Bin also irgendwie spät dran, hab halt nicht so viel Zeit zum Lotsen gehabt, gerade in der Anfangszeit waren wir ja gerade mit einem Umzug beschäftigt. Da hatte ich manchmal bloß einmal die Woche irgendwie gelotst für eine Stunde. Und ja, mal gucken, ob meine Solo verlängert wird oder ob meine Ausbildung an der Stelle zu Ende ist. Fände ich natürlich sehr schade, aber naja, es ist halt wie es ist. Namens Gary. Was mir gerade einfällt, ich habe noch gar keine Vorstellung wegen Höhe. Jetzt, wo wir uns langsam die Alpen nähern. Nö, hier steht nichts an irgendwelchen Begrenzungen. Und hier wollen wir bei Warab rauskommen auf 5000 Fuß. 5000 Fuß. Das heißt, Zünk. 5000, 78, sagen wir 80 Meilen vor Warab wollen wir sinken. 80 Meilen. Wir haben 120 Meilen bis Wien-Dingsbums. Und von da aus sind es nochmal 11 bis 22 bis 7. Also 33, 40 Meilen. Das heißt 40 Meilen. Nee. 11 plus 22 plus 7 sind 40. Und hier vorne sind mal 32. Das heißt, wir sind dann bei 75. Das heißt, kurz vor Linate müssten wir den Sinkflug beginnen. Ja, sind wir wieder zu schnell. Versuch mal so einen Fuel Flow hier hinzukriegen von einer Tonne. Hatte jetzt gerade 1,05, da waren wir minimal zu schnell. Gucken wir mal, ob es damit klappt. Ja, das Tütüt war ein bisschen zu schnell. Wir fliegen hier an der Geschwindigkeitsgrenze des Fliegers. Aber das soll uns nicht weiter beunruhigen. So, Stuttgart ist irgendwo links von uns in der Richtung, nicht allzu weit. Und ansonsten müsste links irgendwo der Bodensee am Horizont erkennbar werden. Da ist der Bodensee, die Alpen und vor uns am Alpenrand irgendwo Zürich.
Gucken, haben wir da Lotsen online? Nee. Nur Warschau ist zurzeit online und hier Genova Approach. Der gute Giacomo Massetta. Der auch für uns da zuständig sein wird. Ich glaube aber, einen Tower habe ich auch online gesehen. In Genua. Mal gucken. Hoppala. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier Wetz beistarten. Hoppala. So. Da sind wir gerade unterwegs. Ne, Zürich ist niemand weiter. Und wir haben auch tatsächlich keinen Tower, sondern nur den Approach-Kollegen. Rom ist auch online, Approach. Vorhin war hier noch ein Rom Center online. Aber jetzt anscheinend nicht mehr. Berlin ist gerade vollgesetzt. Was ist denn da los? Delivery, Ground, Tower. Oh. Na denn. Ich habe gerade bemerkt, wir haben unser VOR-Signal verloren, aber wir haben das neue VOR schon. Das hat ja vorhin, das könnte mal einen Warnsignalton vertragen. Ich habe nur vorhin gehört, dass es irgendwie Klick-Klack gemacht hat. Und konnte gerade gar nicht zuordnen, was das war, aber es war der Autopilot, der sich umgeschalten hat. Das heißt, wir sind jetzt auf NAV 2 Richtung Zürich und wollen dann auf 162 Grad da rausfliegen zum Linate VOA 112.25 ist das. 112.25. Ein Kurs von 162 Grad. Vor uns irgendwo, da müsste Zürich sein. Da ist der Flughafen. Man ganz gut die Pisten. Ein kurzer Schwenker hier vom Autopiloten, um das VOR abzufangen. Was sagt denn eigentlich das Älteste in Genua? Haben wir das schon? Nee. Doch. Cestri Ates Information Mike. Type of Approach ILS. Runway in use. Arrival 28. Departures 28. Transition level 80. Wind touchdown 130 degrees 4 knots. Kev OK. Temperature 30 degrees. E-point 24 degrees. QNH 1014. QFE 1014. You have received ATIS information, Mike. Gut. Damit lässt sich doch arbeiten. Heißt, schönes Wetter, 30 Grad, keine signifikanten Wolken und milde 4 Knoten aus 130. 130. Was ist doch Seitenwind? Rückenwind. Das liegt aber daran, also 130 kommt jetzt hier von schräg unten rechts der Wind. Hätten wir einen leichten Rückenwind, das ist nicht so tragisch, damit kommen wir klar. Ist aber deswegen, weil hier die Piste 1.0, da war ich nämlich schon mal, vielleicht erinnert sich der ein oder andere hier in Genua, ist schon bestimmt ein Jahr her,
bei meiner Tour zu den gefährlichen Landungen Europas, denn ich gucke gerade mal, ob ich die Chart dafür hier zufällig finde. Das ist der IMP-Approach. Haben wir hier gar nicht. Die passende Karte. Ah. Müsste ich mal gucken, welche Karte ich da hatte. Aber man kann quasi einen Circling-Approach machen. Nein, das ist alles. Das sind die ganzen Stars. Dann wird das nicht mit bei sein, denke ich. Vielleicht hier? Nee. Naja, auf jeden Fall kann man da einen Circling-Approach machen, auch wenn ich jetzt die passende Karte dafür gar nicht mehr finde. Den habe ich dann, bin ich dann nämlich geflogen. Heißt, man fliegt quasi hier südlich dran vorbei, macht dann hier eine Rechtskurve und hier ist halt Stadt- und Hafengebiet und so, deswegen ist das ein bisschen schwierig, diese Kurve hinzukriegen. Aber hat damals ganz gut geklappt. Jetzt ohne Karte würde ich es nicht nochmal machen, müsste ich warten. Müsste ich auf Anweisung vom Tower warten, sagen wir so, oder vom Arrival. Oh, wo sind wir denn jetzt? Da oben. Ja, wir haben gerade Zürich überflogen. Gut. Kurs 162. Kurs 162. Ja, da oben ist noch ein Kollege unterwegs. Einmal hier per Hand nachjustieren gerade. Da unten der Flughafen, da der große Flughafen, da die Stadt. Ja, und vor uns hier das Alpenpanorama. Ja, ne, sieht gut aus, finde ich auch. So, und ich bin komplett am Kurs vorbeigeschossen. Keiner sagt was. Wofür die Aussicht genossen, dass ich jetzt hier ganz fernab vom Kurs bin. Mensch, hier, der Co-Pilot sollte mal ruhig ein bisschen was tun für sein Geld. So, bis Linate sind es jetzt 124 Meilen über die Alpen, das heißt wieder so bei um die 60 Meilen, 60, spätestens 70, sollten wir hier das VOA wieder wechseln. Korrektur.
Mir fehlt hier echt so eine Groundspeed-Anzeige. Das würde mich ja mal brennend interessieren, wie schnell ich eigentlich tatsächlich unterwegs bin. Ich meine, wir können die Zeit stoppen, gucken, wie schnell wir uns dem VOR nähern und dadurch das ausrechnen. Oder so. Aber das ist mir zu kompliziert. Sowas mache ich nicht. Kriege ich gerade richtige Flashbacks zu unseren diversen VFR-Flügen. Vor allem dem mit der Me 108 hier durch die Alpen, wo ich durch die Täler geirrt bin. War zwar ein Stückchen weiter östlich von hier, in Österreich, bei Innsbruck. Aber trotzdem. Schon ein Luxus, wenn man hier so auf 30.000 Fuß einfach drüber hinweg cruisen kann. Ich will auch unbedingt mal einen Flug machen, habe ich mir auch auf die Fahnen geschrieben, so Richtung Mount Everest. Der ist ja auch um die 30.000 Fuß hoch, wenn ich mich nicht täusche. So Pi mal Daumen. Das ist bestimmt eine krasse Erfahrung, wenn man auf Reiseflughöhe plötzlich Berge vor einem hat, die gar nicht mal so weit unter einem sind. ...29.030 Fuß ist der Mount Everest hoch. Das heißt, wenn wir auf 30.000 Fuß da ankommen, haben wir gerade mal 1.000 Fuß Luft nach unten. Das ist schon echt... Uiuiui. Das ist schon ganz schön hoch, der Berg. So, wir nähern uns jetzt hier Mailand, müsste das hier sein, ne? Monza, Malpensa, ja, Mailand. Und guck mal, ich wusste gar nicht, dass Monza in Mailand ist. Wieder was gelernt. Oder Monza bei Mailand ist. Weiß nicht, ob das zur Stadt gehört. So, ich drehe mal für Spaß, habe die Frequenz schon mal rein. 119,6. Von unserem Arrival-Kollegen. Tja. Und jetzt haben wir genau das, wovor ich Angst hatte. Wir haben das Signal vom einen VOR verloren, aber das Signal vom anderen noch nicht mit drin. Jetzt muss ich mal versuchen, dass wir den Kurs weiterfliegen. Ich schalte dann schon mal um auf das andere VOA. Wir machen das anders. 114,85. Nee, genau falsch rum. Welche Frequenz? 112,25. 112,25. Oh. Aber dann kann ich auf nach 1 schon mal unser ILS einprogrammieren. 109,3. Obwohl, na, vielleicht brauche ich auch eher das Genua WOA. 112,8. Das hier. Ich will nämlich am Ende das ILS quasi hier auf dem nach 1 haben. Naja, mal gucken. Wir fliegen jetzt erstmal weiter und hoffen, dass wir hier einigermaßen
an der richtigen Stelle rauskommen. Achso, ich war gerade dabei, ne, die Funkfrequenz von dem einzudrehen. Das ist 119,6. Genova Approach. Hier drüben sind die Alpen schon zu Ende. Ich hoffe, wenn wir hier über die letzten Berge hinweg sind, dass wir quasi wieder eine Sichtlinie zum VOR haben und dann auch ein Funksignal reinkriegen. Das wäre irgendwie ganz schön. Ah. Wenn man vom Teufel spricht. Meilen Reichweite hat das Ding anscheinend hier. Wenn wir noch so 15 Meilen entfernt sind vom VOA, werden wir uns mal bei dem Kollegen in Genua melden. Mal gucken, was er für Anweisungen für uns hat. Wie sieht es denn so mit unserem Sprit aus? Ja, links und rechts jeweils noch gute 2 Tonnen. Das ist mehr als ausreichend. Also wir könnten noch gute 2 Stunden in der Luft bleiben, auf Reiseflughöhe. Wir könnten also den ganzen Weg, den wir gerade hergeflogen sind, einfach wieder zurückfliegen im Notfall. Ja, der Platz hier auch auf vor uns. Und direkt hier vor uns, das müsste Mailand sein. Da die Stadt. Formation November ist jetzt current. Hast du da immer noch ILS Runway 28? Wind 150 Grad, 4 Knoten. Ist also noch guten windlastiger geworden. Okay.
Da hinten sehen wir auch schon das Meer. Da. Und irgendwo in der Region da so müsste Genua sein. Hallo Landratte und vielen, vielen Dank fürs Abo. So, dann gehen wir es mal an. Ich hoffe, ich verstehe den Kollegen. Genova Approach, hello, ATU 43, Flight Level 300, inbound Linate, with information November, non-RNF only. Germany Air Force 3, good evening, radar contact, information November, clear Linate 310 arrival, expect an SF-Zulu 28, descent, flight level 130. Cleared Linate 3 Echo arrival, expect ILS runway 28 and please repeat the rest, ATU 43. Linate 3 if possible for you. Let me check with the charts 1 second. Roger. Linate 3 Delta, hat gesagt. German A 43, no problem. Linate 3 Echo is okay for me. I'm also able Linate 3 Delta, so I would take that one. Report ATU 43, I'm taking the Linate 3 Delta arrival. Roger. Linate 3 Delta, expect a rest to 28, descent level 160, information November. Okay, Linate 3 Delta, expect ILS runway 28 Zulu, descent flight level 170, information November, ATU 43. Descent flight level 130, ATU 43. Gut, haben wir. Dann machen wir das mal, 130. Ja, Ruhe. Gut, so, Linate 112,25 habe ich drin, sind noch ganze 6 Meilen und dann wollen wir auf den Kurs von 1,73. Ich habe denen einfach mal gesagt, ich kann das fliegen. Ob ich das wirklich kann, sehen wir gleich. Gut, also 1,73. Mit 32 Meilen, dann nochmal 11 Meilen, bis wir hier sind und dann auf dem 209 Radial nach Genua. Da habe ich auch schon das Signal, das ist ganz gut. Kriegen wir hin. Machen wir alles möglich. Germany 43, Prost. VR, Golf Echo November. Direkt Golf Echo November, ATU 43. Golf Echo, na gut, dann machen wir das halt so. Einmal dahin, wo ist das VOR? Da.
Dann stelle ich das mal hier ein. 112,8 auf dem Kurs von 188 Grad habe ich jetzt. Switch, Switch. So, wir sind schön am Descenden, das passt auch alles. Ja, no problema, wir kriegen das alles hin. Er hat mir auch ein komisches Callsign. ATU kennt der nicht. Der sagte mal German irgendwas zu mir. Ich habe es noch nicht verstanden. Gut, dann wäre also der Plan. Wir fliegen bis nach Genua und von da aus dann das Radial 146 Grad bis 26 Meilen raus. Und dann haben wir hier das Sestri-Vioa 108,6. Ist zufällig ILS? Nein, das ist nicht. Uff, das heißt, wir müssen notfalls die ILS-Frequenz noch reindrehen. Wo ist meine Karte hin? Die Delta. Das heißt, wir müssen notfalls das VOA 108,6 noch eindrehen. Habe ich noch keinen Empfang. Eieiei. Lima Tango Unifor 43, continue descent flight level 90. Continue descent flight level 90, LTU 43. LTU is not in aviation. Lima Tango Unifor or is company air LTU, I don't know. It used to be a German company that actually was called ATU, so yeah, but it's not up to date anymore. In this case. Ja, die Italiener, das ist immer ganz, ganz witzig für uns, für unsere Ohren, wenn die dann vor allem noch Englisch sprechen. Aber es ist bestimmt andersrum genauso. Die Briten, wenn die nach Deutschland kommen und von uns irgendeine Instruction kriegen, clear to land runway 3 Zulu, ILS runway 28 Zulu, dann lachen die sich bestimmt auch tot, während die ihren Tee schlürfen. Speedbird 928, Startup is approved. Ach ja. So, ich nehme mal weiter Schub raus. Da habe ich das andere VOA auch drin. Das ist schon mal sehr vielversprechend. Da hätten wir dann einen Kurs von 3,112 Grad, den wir fliegen müssen. Also von hier aus, 3,112. Ja, schönen guten Abend, und das ist wahrscheinlich wirklich so. Beim Tri sind die wahrscheinlich raus. So, lass mich mal gucken, ob ich hier eben die richtige Arrival reingedreht bekomme. Die Delta. Ist es Tri-Delta? Ist Tri-Delta. Genau, der hat mich aber direkt zum VOA geschickt, und dafür passt der Rest. Und dann ILS Zulu.
Bin mir nicht sicher. Ah ja, okay. Das heißt, wir müssen. Wir kommen hier bei Geekut raus. Da, richtig. Und wir müssen von da aus dann eine Rechtskurve fliegen in 18 Meilen Radius. Auf 4000 Fuß. Okay. Das wird alles ganz schön interessant. Mal gucken, ob ich das so hinkriege. Da wäre jetzt ein Co-Pilot praktisch, der mir ein bisschen hilft beim Frequenzen eindrehen und so. TO43, can you please repeat for LTU 43? Sierra Echo Sierra? Proceed direct to Sierra Echo Sierra 26. Proceed direct Sierra Echo Sierra 26 LTU 43. Jetzt ist die Frage. Sierra Echo Sierra 26. Wo ist denn das? Da. Okay. Machen wir mal ein Heading und drehen da mal irgendwie hin. Hätte ich ablehnen sollen, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Ohne GPS. Aber gut. Io forse continuo di sentire flight level 80 radar minima. Wir sind Flight Level 80, LTU 43. Okay, ich kann das 26 treffen, indem ich vom Genova aus hier das, was ist das für ein Radialflügel, 146. Ja, die müssen wieder ein bisschen Schub geben. Knoten sollten wir schon wenigstens haben. Descent Altitude 6000 QNH 1014, ATU 43. Ja, machen wir mal. So, also das heißt, wenn wir hier 26 Meilen stehen haben, beziehungsweise noch korrekter, wenn wir hier 18,5 Meilen stehen haben, dann sind wir da bei dem Wegpunkt, wo er uns gern hätte, und dann können wir die Kurve fliegen. Genova, buon pomeriggio. India, sono Alberto Alfa, fa prova radio. India Kilo November Alfa, buon pomeriggio, che piacere, Radio 5, Quadriangolo 014. Mm-hmm. 1014, piacere tutto nostro. E informazioni November, piano di volo VFR da e per Genova con una sosta a Portofino. Abbiamo messo in moto, siamo pronti per il rullaggio pista in uso. India Alfa. Alfa ricevuto, rullate al punto attesa Foxtrot 28, vai ad Alfa. Also das Info November habe ich verstanden, aber Rest. Gut, also ich war jetzt hier so konzentriert. Landing Lights brauchen wir.
Ha dimenticato il tipo Eurocopter 35? Sì, visto, visto. Infatti stavo chiedendo se volevi decollare da lì. Ma affermativo, quindi al fatto. Ha ricevuto. In questo caso decollo autorizzato, il vento 1504 nodi, e mi riporterete Nervi, rimanendo a nord del localizzatore che abbiamo, tra poco avremo un arrivo strumentale. Copiato, rimarremo a nord dell'aeroporto, del localizzatore, copiato il traffico in via Alfalfa, autorizzati al decollo. Aha, gut, jetzt wissen wir auch genau, was der vorhat. Weißt du, dass da irgendwo noch irgendwer ist? Descent altitude 4000 feet, QNH 1014, cleared ILS runway 28, Zulu, is report established, ATU 43. Dann fliegen wir das doch mal so. So, Höhe erreicht, müssen wieder ein bisschen auf den Schub achten. Wenn wir hier 26 Meilen auf dem Ticker haben, wir können auch jetzt schon mal die Rechtskurve anfangen. Machen wir das mal ganz gemütlich. So, dieses Radial möchte ich gleich irgendwie abfangen, hier. Und dann Zulu. Heißt, wir drehen dann weiter nach rechts, um dahin zu kommen. Versuchen 18 oder 19 Meilen, 19 Meilen Arc Ecosierra zu halten. Drehen, drehen, drehen. Bisschen mehr Schub. So, jetzt kommen wir hier schon direkt an. Ich habe jetzt Sierra Echo Sierra drin, 19 Meilen Radius. Ich switche das VOR auf NAV 1. Und NAV 1 muss die Frequenz 109,3 bekommen. Das ist unser ILS. Da möchte ich mit einem Kurs von, ich weiß noch nicht, mit einem Kurs von 284 Grad hinkommen. 284. So, das da ist das ILS. Das sind 19 Meilen. Und wir sollen 18 Meilen zu SES oder 19 Meilen zu SES oder 18 Meilen zu GSE. GSE ist unser ILS. Also jetzt 18 Meilen Abstand halten, bis wir dort das 284 Grad Radial erwischen. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie hier gebacken kriegen. Jetzt 18,3 Meilen.
Lass mich noch kurz checken, muss ich mich noch um irgendwas kümmern für den Approach? Barometer haben wir gesetzt. Speed verringern wir auf 200. Haben wir schon automatisch. Ich würde sagen, wir verringern mal noch weiter auf 180. Aber schön gemütlich. Liftdumper armed. Speedbug setzen wir gleich. SU43, Traffic Information, Nord Delocalizer, Echo Charlie 35 Helikopter. ATU43, copy, looking for traffic. Roger. India Kilo November Alfalfa, traffic Fokker 28, stabilisce 28 in 2 minuti. Roger, guardiamo fuori e manteniamo i mille piedi. India Alfalfa, un primo da nervi. Ah, das mit den Radius habe ich jetzt nicht hingekriegt, weil ich hier wieder... Ho ricevuto e mantenete il più a nord possibile rispetto agli LS. Copiato, India Alfalfa. Oh, Approach Mode an. Wir sind unterhalb des Gleitfahrts. Molto simpatico Nervi come punto per gli arrivi FR. Und dann gucken wir mal, dass wir das ILS erwischen. Eigentlich müssen wir hier um diesen Berg herumfliegen. India Kilo November Alfalfa, quando possibile mi riporterete il traffico in vista. Copiato, India Alfalfa, stiamo guardando fuori. Beam, Light. Okay, Speedbugs auf Full Flaps. ATO 43, the traffic is at your 12 o'clock. 1500 feet. ATO 43 looking, but I can't see the traffic. And we established ILS runway 28. ATO 43, Roger, runway 28 clear to land, wind 170 degrees, 4 knots, number 1. Clear to land, runway 28, ATU 43. Oh, dann fahren wir mal ins Fahrwerk aus. Geben der Cabin Crew Bescheid. Bing. Und klappen. Oh, wenn jemand einen Helikopter sieht, sag mal Bescheid. Irgendwo vor uns. Di Alfalfa abbiamo il traffico in vista ora alle ore 3. Ah, der hat uns schon mal in Sicht, glaube ich. In di Alfalfa ricevuto, quando volete potete procedere per la separazione, procedete pure per Portofino, riporterete. Copiato, procediamo per Portofino mantenendo separazione in di Alfalfa. Attenzione a turbolenza di scia media. Hier sieht man jetzt auch schön den Offset-Localizer. Na, also wir kommen nicht gerade zur Piste. Wir müssen das kurz vor der Landung nochmal eben korrigieren. Aber kriegen wir hin. So, dann mal gucken, wo wir hier abrollen. Meine Güte, ist das so viel zu tun im Cockpit für so einen einfachen Anflug. Normalerweise hätte ich den Autopiloten reingeknallt und hätte mich zurückgelehnt, bis kurz zum Aufsetzen. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt, glaube ich. Nicht perfekt, gerade das Radial haben wir nicht so sauber geflogen, aber... Wir sind zu schnell. Steht hier auf der Karte, wie weit wir das ILS fliegen dürfen? Bis 4 Meilen raus. Ne, bis 1...
Also hier zwischen 1 und 5 Meilen Entfernung. 2500. Bei 4 Meilen aus sollen wir es selber fliegen. Wenn ich das richtig sehe auf der Karte. Ach nee, das ist für ein Circling Approach, die 4 Meilen. Minimum sind tatsächlich 860 Fuß, das ist ja schon... Ah ja. Wow, danke für den Hinweis. Speed. Ja, ja, ja. Speed. Da hat uns der Co-Pilot gerade das Leben gerettet. Sonst wäre gleich Strömungsabriss gewesen und dann wäre ganz schnell Ende gewesen. Weil hier übrigens Genua. So, ich schalte mal den Autopilot aus. Sind wieder ein bisschen schnell. Gleitfahrt passt aber noch. Da ist der Runway. Danke fürs Follow oder Subscribe oder ja, was das war. Ja, Chiara Nuova Alfa, riporta Portofino, vi richiamiamo per il rientro. India Kilometer Alfa ricevuto, affermativo. Il vento 170 gradi, 4 nodi, il QNH 1014, mi riporterete lasciando Portofino. Esattamente. Copiato 1014 e grazie, dopo. Non capisco nada, oder so. Va bene, Portofino, no. Vado a prendere il signor Dolce. Ah, giusto. Mhm, genau. Einen kleinen Tacken zu niedrig und ein bisschen zu langsam. Aber alles noch im Limit. Naja, Minimum sind wir schon lange vorbei, Kollege. Ich habe nur die Höhe falsch eingestellt. Naja, continue, continue. So, wir sind über der Schwelle. Schub raus. Speedbrakes raus. Boah, nicht weiter steigen. Festhalten. Uiuiui, ui, ui. Da haben wir ja einen schönen Bounce hingelegt. Naja. Crispy Airline at its finest. Speedbreak rein, Klappen rein. Junge, Junge. Aber überlebt. Ich war da ein bisschen hoch am Ende. Das war... Ja, das ist eine Fokker 28, dieser wunderschöne Flieger. Von Aerosoft. Aerosoft? Just Flight. Ich weiß gerade nicht. Just Flight. TO43, taxi to stand 206 via Alpha November and Mike. Stand 206 via Alpha November and Mike, ATU43. Gut, Alpha sind wir gerade. Übrigens, die Musik hier, die kommt nicht von mir, das ist in dem Flieger eingebaut, das finde ich echt witzig.
LTU-43 Alpha, nächste Gelegenheit November. U06 ist hier, der vierte Stand rechts dann. Boah, Leute, das war echt aufregend und anstrengend und hui hui hui. So, ein paar Vorbereitungen können wir hier noch machen. Landing Lights können aus, Taxi Lights können an. Abbiegung nicht verpassen. Strobe Light. IPU anschmeißen. So, dann hier irgendwo rechts abbiegen. U03. Zero four five six. So. Ui, 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 ui. So, da stehen wir. Parkbremse. Die APU läuft. Generator läuft. For three, welcome to Geneva. See you next time. Bye. Thanks for the great service and see you next time, ATU43. Bye bye. Treibstoff. Klick, klack. Das war der Generator. Und dann können wir hier Beacon Lights ausschalten, Nav Light ausschalten. Einmal die Chocks und einmal die Luke auf. Oh, das Taxi-Light können wir noch eben ausschalten. Taxi-Light. So, und da haben wir es. Herzlich willkommen in Genua. War eine spannende Landung. Bin gleich dazu gekommen, irgendwie alles, also es war gerade echt zu viel. Mit Checkliste durchgehen, richtigen Frequenzen einstellen, gucken, wo ich auf der Karte bin. Da wäre jetzt echt so ein Co-Pilot super hilfreich gewesen, der mir die Hälfte abnimmt. Aber es hat am Ende gut geklappt. Zum Glück war nicht mega viel Verkehr. Auch wenn die Landung ein bisschen sehr unschön war. Das kriegen wir auf jeden Fall noch besser hin in Zukunft. Wir sind heil angekommen, das ist immer das Wichtigste. Und ich bedanke mich bei allen, die dabei waren hier im Chat bei Twitch oder auch bei allen, die es jetzt gerade auf YouTube sehen. Danke für Follow, Subscribe oder was auch immer das gerade war. Follow. Dankeschön. ja, ansonsten, wenn ihr es gerade auf YouTube seht, hinterlasst mir gerne ein Like, abonniert den Kanal, dann kriegt ihr es auch mit, wenn wir unsere Reise weiter fortsetzen Richtung Südafrika. Und ich glaube, das war so das Wichtigste. An alle, die noch im Chat sind, der Hinweis, ich mache jetzt eine kleine Pause, hole mir was zu trinken, atme einmal tief durch und gegen 19 Uhr werde ich dann in Berlin den Tower besetzen, online sein, auch wieder hier das ganze Livestream auf Twitch. Nagelt mich nicht auf die Zeit fest, es kann auch 19.05 Uhr oder 19.10 Uhr werden, aber so in dem Dreh wird es sein. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere da auch mit dabei ist oder ihr könnt auch gern vorbeikommen. IFA, VFA, alles gern gesehen. Und ich würde sagen, ansonsten macht euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht.
und bis zum nächsten Mal. Quindi Alfa Alfa lasciando Portofino per il rientro. Genau. Quindi Alfa Alfa ricevuto il QNH 1014, riporterete campo in vista mantenendovi a sud del finale 28. Copiato, ci manteniamo a sud del finale e riporteremo il campo in vista in via Alfa. In via Alfa, intenzioni sono un full stop? Affermativo. Ricevuto. Schön.